Wir sind jetzt mit 55 Stundenkilometern mit einem Roller gegen ein abbiegendes Fahrzeug geprallt, so wie es in der Realität durchaus vorkommt. 50% aller Unfälle mit Rollern und Kraftfahrzeugen sind Abbiegeunfälle. Und wir haben gesehen, welche unglaubliche Wucht bei 55 Stundenkilometern frei wird. Dieses Fahrzeug, so wie es hier gefahren ist, hätte in der Realität ohne Frisieren vorkommen können. 55 Stundenkilometer liegt noch so gerade in der Serienstreuung. Wenn es ein Mofa gewesen wäre, so wie wir es oft gesehen haben in den Kontrollen, dann ist es natürlich frisiert. Und die Bremsen halten diesen Druck für einen kurzen Moment aus. Das wäre hier okay gewesen, natürlich nicht, wenn ein längeres Bremsmanöver oder noch höhere Geschwindigkeiten dann in diesem Roller sind, beispielsweise 70 oder 80 Stundenkilometer, so wie wir es bei den Kontrollen ja auch angetroffen haben, dann sind die Bremsen mit Sicherheit überfordert. Ja, der Rollerfahrer hat also in diesem Fall tödliche Verletzungen erlitten, und zwar sowohl im Halsbereich als auch im Kopfbereich. Auch Brust und Beine sind schwer geschädigt worden. Interessant ist auch, dass das Helmschloss hier nicht gehalten hat. Der Druck, die Energie war also so groß, dass das Helmschloss reißt und der den Helm also beim Aufprall dann verloren hat, was natürlich nicht besonders zur Gesundheit beiträgt.